Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Survive Fallout 4. Wir sind hier noch in diesem, ja, Selbstmordclub der Reichen und Schönen dieser Welt. Den ehemaligen Gouverneuren, Präsidenten aller Art hier. Und jetzt hauen wir ab. Nachbunden. Ja. Erdgeschoss. Gut, dann gehen wir raus. Wir haben was vor. Und zwar wollen wir noch Warwick, gut, Hayden. Ich muss noch mal gucken. Da wollen wir hin. Zu einer Siedlung. Bildschirm, komm, mach hinne. Ich habe ein Haar im Mund. So, Swan haben wir im letzten Part schnell erledigt. Und jetzt Preston ist auch da. Okay, ich habe schon Panik gekriegt. Was zum Teufel war das? Nix, bleib ruhig, bleib du bist cool. sauber. Regen in die drauf. Okay, der ist schon mal Geschichte. Ich könnte mich verstecken. Oh, Scheiße. Gefunden. Habe ich aber. Preston, ich habe einen Grund zur Sorge. Eine Ecke da, andere Ecke da. Gehen nicht weiter da. Entlang. Oh, ich sammle gerne nicht ein. Zu sehen von denen. Was sie fallen lassen. Mal da. Kommen wir zum. Okay. Gefahr. Verdammt. Komm von. Ja. Gehen wir. Geht auch nicht da entlang, da sind die Supermutanten, habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Wir haben gerade mal so einen abwehren können mit seinem Mutantenhund. Also ich würde schon gerne jetzt hier weiterkommen. Grauenvoll. Siehst du sie? Da. Das? Hallo? Heute kein Kampf. Überall. Wieso müssen wir hier durch? Da.
da, du. Komm nicht von hinten. Ich habe vorne was zu tun. Nee, ich will den nicht. Wo ist er? Da. Der ist doch da hinten. Ich will den doch nicht. Nette Treffer. Aha. Waren das alle? Jess, ich habe ein paar Patronen wieder für dich gesammelt. Ich bin gut, ne? Ich habe keine Kampfgewalt, aber sie ist gekommen und ich habe Angst. Was habe ich entdeckt? Hey, ja? Verdammt. Ha! Was haben wir entdeckt? Good Neighbor. Wir gehen rein. Zum Speichern. Ach, da freue ich mich. Da haben wir ich endlich entdeckt. Weil das letzte Mal habe ich auch schon... Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Lass mich in Ruhe. Sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Oh, hey, okay, okay. Wir sagen einfach, dass du deine Versicherung bezahlt hast, ja? Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Sie ist keine von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen? Hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Ich weiß, dass du mit Finn klargekommen wärst, aber als Bürgermeister muss ich manchmal zeigen, wer hier das Sagen hat. Alles klar bei dir? Ja. Ja. Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? Ach, ich verstehe. Ja, ich verstehe schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Preston hat das nicht gefallen. Ja, was Preston gefällt. Wen interessiert das? Sobald ich deinen Perk habe, bist du eh los. Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Du bist auch einer von den Guten, weißt du? Das hast du mir schon mal gesagt. Warum fängst du jetzt wieder damit an? Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch wirklich verstehst. Wie ungewöhnlich du bist. Ich glaube, du weißt, dass ich dich wirklich respektieren gelernt habe, seit wir uns kennen. Als Anführer und als Freund. Die meisten Menschen schauen am Ende doch nur auf sich. Auch die Guten. Aber du bist anders. Du sorgst dich wirklich um deine Mitmenschen. Auch wenn es unbequem oder sogar gefährlich ist.
Ich habe mehr als einmal gesehen, wie du dein Leben riskiert hast, um Menschen zu helfen, weil du es einfach für das Richtige gehalten hast. Ich wollte dir nur sagen, dass du damit etwas erreichst. Dass du wirklich etwas veränderst. Du hast gerade dich selbst beschrieben, Preston. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Wir sind ja wirklich richtige Fans voneinander, nicht wahr? Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Und danke. Einigen wir uns darauf, dass wir beide in Zukunft darauf achten, okay? Gut, genug geplaudert, nicht wahr? Schade, ich dachte, ich hätte den Perk gekriegt. Da hätten wir sofort unseren Schatz im Mauser holen können. Wie heißt er noch? MacReady. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Nö. So. Gucken wir mal, was sie so Schönes hat an Waffen. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Wer... Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Muss an den Dämpfen der ganzen tödlichen Waffen liegen, die ich verkaufe. Also willst du heute was mitnehmen? Zeig mal, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Nö. Ich dachte, sie hätte... Oh, Partystarter. Rakete, nein, Raketenwerfer will ich nicht. Ich dachte, sie hätte was anderes. Kalibriert und mächtig. Nee. Komfortbrand automatisch... Nein. Nix, was mich so interessieren würde. Nein. 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 Ach, nix, Baby. Was? Da war was, finde ich, eine Beinschiene. Verlangsamt im Kampf vorübergehen die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Kostet aber 7438. 15% des Nahkampfs zurück auf den Angreifer. Nö. Danke. Okay. Wir brauchen nichts kaufen. Wir wollen ein bisschen hier... Ja, wir schauen uns ein bisschen um. Hier gibt es irgendwo ein Hotel, habe ich in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr wo. Ah, hier. Skullay. Nein, hier. Third Rail. Oder? Gehen wir mal rein. Dann mieten wir uns ein Bettchen. Und schlafen eine Runde. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Dankeschön. Ich werde jetzt nicht dorthin gehen, wo MacReady ist, weil wir haben Preston sein Perk nicht. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich lebe für die Gefahr.
Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Okay. But if you're searching for something to bring you comfort, oh well, I'm the one you're looking for. Hey, wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Wer ist die Sängerin? Das ist Magnolia, die Blume des Third Ray. Wenn du mehr über sie wissen willst, musst du sie schon selbst fragen. Also, willst du jetzt was bestellen? Zeig mal, was du so hast. Trinkgeld kannst du dir sparen. Ich zock dich so schon mit dem Preis ab. Ja. Das kann ich gut gebrauchen. Was ist sonst noch was? Ach, Alkohol und so brauchen wir nicht. Jetzt, wo du ein paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche ein verdorbenes Mädchen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. Sowas in der Art. Interessen. Ich will erst mehr Details. Ich habe einen Kunden, der anonym bleibt. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Okay, Mann. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, für wen ich arbeite. Bürgermeister Hancock zahlt die Kronkorken. Ist ein interner politischer Machtkampf. Du weißt ja, wie das ist. Hey, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Räum einfach die Lagerhäuser leer, dann wirst du bezahlt. Ganz einfach. Ja, letztes Mal, also bei meinem normalen Let's Play, wollte ich es ja nicht machen. Eigentlich ist das ja, ja, wir machen es. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Ganz genau, Good Neighbor. Ich bin Dina. Ja, wir sind wieder ein bisschen überladen. Wer ihr gesucht hat. Wir sind nach dieser Pause gleich wieder für euch da. Ja? Netter Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den auf. Aber hier kann man gar nicht schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Wundervoll wie immer, Max. Danke, Charlie. Kann ich etwas Wasser haben? Du musst nicht mal fragen. Huch, falsch. Ja, eigentlich. So, ich hab's angenommen, aber ob wir's machen müssen, weiß ich noch nicht. Ich denke, ja, machen wir. Preston hat's nicht gefallen. Okay, dann dauert hey, das Leute, halt mit seinem Pack. Komm mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Dann versuch's mal im Hotel Rexford. Ich weiß, dass ihr euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey, Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Söhns. Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind.
Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonough schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Das Volk! Riechst du das? Das ist Freiheit. Ja? Okay, gut. Peace, Schwester. Ja, peace. Ja. Wir gehen rein. Nehmen uns ein Zimmerchen. Ach, da war ja auch noch was. Brett, willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für den Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Ja, gerne. Hier sind die Kronkorken. Dein Zimmer ist im obersten Stock. Wenn du im Gang stehst, ist es der letzte Raum auf der rechten Seite. Entschuldigung? Dein Zimmer ist oben, im obersten Stock. Langer Gang, die letzte Tür auf der rechten Seite. Ach. Beschwerden wegen des Zimmers? Zwei Worte. Mir und egal. Ich wollte eigentlich mit ihr quatschen, aber ich hab's wahrscheinlich verdorben. Ah, super, jemand Neues. Du brauchst bestimmt Jet, oder? Selbstgemacht. Und zu fairen Preisen. Ich muss passen. In Ordnung. Fred. Du, ich liebe dich. Wenn alle meine Kunden du wären, das wäre echt voll geil. Ich habe hier jede Menge Camps, die auf einen neuen Besitzer warten. Gibt es hier Arbeit? Ja. Du könntest echt perfekt für den Job sein. Du weißt, wer die Gunner sind, oder? Diese hochgerüsteten Söldner. Naja, ein paar von denen haben darüber gesprochen, das alte Hallucigen-Gebäude zu plündern. Ich meine, allein der Name sagt doch schon alles. Da wird es sicher Zeug geben, dass der totale Hammer ist. Wenn du mir davon was besorgst, gebe ich dir 200 Kronkorken dafür. Du meintest, da wären Gunner? Das sind die übelsten Söldner, die es so gibt. Gut bewaffnet und organisiert. Also, pass am besten auf, dass sie dich nicht erwischen. Okay, Fred. Der Deal steht. Du bist echt der Knaller. Der absolute Knaller. So, gerade aus dem Augenwinkel habe ich den Opi gesehen, da. Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Scheint genau der richtige Ort für mich zu sein. Geht manchmal etwas wild zu, aber ist immer noch besser, als sich hinter den Mauern von Diamond City zu verkriechen. Das ist mal sicher. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen. Halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier oder im Third Rail und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Wie sieht der Job aus? Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. Oh, mir schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert.
Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Wo ist der Haken? Das Übliche. Der Laden, in dem das Ding steht, ist nicht leer. Muss der vielleicht den Weg freischießen? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Ich bin dabei. Super! Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe, dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Gut, wir sind schon wieder überladen. Aha. Wir haben ja eh Hunger. Aber jetzt haben wir nichts zum Essen. Außer Gemüsesuppe. So, nach oben. Schlafen gehen. Boah, du bist. Hab ich dich nicht eben schon gesehen? Mann, ich bin echt. Ich gehe nach oben schlafen. Kann ich schön speichern. Und dann würde ich trotzdem gerne erst gut Warwick. Eigentlich gut Warwick. Dieses Warwick-Dingern machen. Noch weiter hoch. Ich habe die Orientierung verloren. Ach, gehen wir einfach hier hoch. Ich glaube, beide Treppen führen nach oben. Oh je. Yeah. Zack, ich. Dogmeat, geh aus dem Weg. Was? Nein, das kann doch nicht. Du bist das. Aus Sanctuary Hills, stimmt's? Ja, ich komme aus Sanctuary. Was? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich hab dir den Platz im Vault verkauft. Aber ich stand leider nicht auf der Liste der Leute, die rein durften. Aber du, sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie ist das möglich? Im Vault gab es diese Kapseln, in denen wurden wir eingefroren. Ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht. Was? Vortec hat mir nie was davon erzählt. Unglaublich. Tja, ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft. Ich habe den Schmutz überlebt, den Verfall und das Blutvergießen. Sieh mich an. Ich bin ein Ghoul. Ein Freak. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von früher. Oh Gott, ich war hier so allein. Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Hey, du könntest zurück nach Sanctuary gehen. Ich komme dich auch besuchen, versprochen. Wirklich? Das würdest du machen? Okay, ich mach mich gleich auf den Weg dahin. Und du kommst mich auch besuchen, ja? Okay, dann sehen wir uns da. Oh, meine Beine sind gebrochen. Ich muss jetzt wirklich schlafen gehen. Ist das mein Bett hier? Oh nein, ist nicht mein Bett. Wo ist denn mein Bett? Oh Gott, ich brauche ein Bett. Oh, ich muss weiter. Oh je. Meine Beine sind gebrochen. Ist das mein Bett? Ja! So, ich beende den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Wie immer würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part gehen wir dann endlich nach, wie heißt denn das noch gleich? Warwick Homestead. Das andere alle machen wir später. Wir haben jetzt endlich Meinst wieder... Meinst du kannst noch laufen?
Ach so, ja, ich bräuchte einen Arzt. Ja, im nächsten Part. Schauen wir mal. Ah, wir sind wieder gesund. Okay. Im nächsten Part muss ich von Duck Meat was zu essen nehmen und wir können ja schon mal was trinken. Dann haben wir das auch hinter uns. So. Was fehlt uns denn? Ich wollte den Part beenden. Seht ihr? Das ist immer... Okay. Gut. Also, bis dahin. Adios.